erstmal willkommen bei Stahlsand oder Starsand oder you can survive 2 days in the demo. Okay. At Scorpion Venom last until you removed it. Okay, also Skorpiongift habe ich so lange, bis ich es wegmache. Okay. So, drop item, interact, refill, run. Move. Craft item, map und outrun. Okay. Are you running? On the fourth day, you get caught in a sudden sandstorm. Right in between the two checkpoints. Following the track become impossible. You soon get lost, wandering in the open desert for hours, blinded by the wind, breathing with difficulty. Then, from a never-ending wall of sand in front of you, the shape of a small building emerges. The sun has already set as you open the door and pass out. Alter! Ist das laut! But okay, das bin ich. Das ist meine Trinkflasche. Okay. Hier irgendwas drin? Ja, Find Water ist erstmal das Wichtigste. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Und da drüben ist ein Gebäude. Das ist eine Oase. Und zumindest sah das so aus, als ob da unten eine Oase ist. Wir Bunny hoppen da einfach mal hin. Oh, das war eine Fata Morgana. Das wäre natürlich... blöd. Da ist eine Oase. Ja, Craft a Knife, ja, aber dafür brauche ich ja erstmal Stein. Irgendwo Steine rum? Ja, da liegt einer. Huch, ein Frosch, hallo Frosch. Na? Eine Melone gefunden. Oh, ein Skorpide. Okay. Nee, craften sollte ich. Eine Yucca-Palme? Was sind wir hier? Was für ein Dieb? Oh. Oh.
Craft and place the marker. Mal ins Wasser rein. Ah, das ist ein Marker. Oh. Stick brauche ich noch ein bisschen Call. Oh, und. Ja. Das ist der Speis, der mir runterläuft, oder das Wasser? Den längst wo Schatten? Ah ja. So. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich ganz mir überlassen, oder was? Wie kann ich mir denn so ein... Oh, was ist das denn? Bananen! Ist hier noch mehr Yucca? Oh, Melonen. Jetzt echt erwischt der Skorpide.
Halt. Kann ich denn ein Gegengift herstellen? Gar nicht. Ah, Antidote. Toll. Hier. Okay. Kann man so ein Kamel essen? Oh! Na super! Ja, wie lange haben wir jetzt gespielt? Eine Minute? We prepared a super survey to better understand a few things in Galav. Okay. Interessantes Konzept. Aber es ist halt noch nicht so sehr viel in der Demo drin. 2 Tage kann man maximal überleben. Interessantes Konzept. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt als YouTube-Folge lohnt. Aber das sieht man dann im Nachhinein. Okay.